Im März hatte ich so einen Burnout-ähnlichen Zustand und Frau Dr. Brauer hat diesen sofort erkannt. Mein Wunsch war, mich in einer psychiatrischen Privatklinik behandeln zu lassen. Sie hat mir sofort gesagt, geht nicht, da kriegen Sie Valium. Ich habe was anderes, Kinesiologie, das ist das Richtige für Sie. Durch meine Burnout-ähnliche Situation war ich teilweise völlig verwirrt. Es war mir zum Beispiel nicht mehr möglich, Zahlungen für mich und Kunden zu machen, bei denen ich Steuervollmachten hatte. Ich war bei der Frau Civotti bei der ersten Kinesiologie-Behandlung. Nach dieser Behandlung war ich wie verwandelt. Also der Umstand, dass ich vorher nicht mehr richtig wusste, wie es mit mir geht, der war völlig umgekehrt. Ich habe mich noch nicht von diesem Burnout erholt, aber ich habe mich zu einem großen Teil davon erholt. Es war so, als wäre ich völlig verwandelt. Klar und wieder etwas lebensfroh. Das hat mir sehr gut getan. Frau Civotti hat mit dieser Kinesiologiebehandlung in mir Kräfte geweckt, die offenbar bisher verschüttet waren. Ich wusste nicht, was Kinesiologie ist. Ich habe mich auch nie darum gekümmert, obwohl ich einen Kunden hatte, der diese Ausbildung gemacht hatte. Weil ich aber ein erschreckend gesunder Mensch war, fast mein ganzes Leben, habe ich mich eben nie darum gekümmert. Wir haben jetzt weitere Behandlungen gemacht und diese Behandlungen haben Behandlung um Behandlung, Schritt um Schritt zu einem noch besseren Zustand von mir geführt. Und zwar so, dass ich jetzt wieder Arbeiten mache, die ich vorher nicht machen wollte, weil ich einfach nicht konnte. Also das war's, was Kinesiologie bewirkt hat. Man hat in mir Kräfte frei gemacht, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe. Und sie haben Kräfte frei gemacht, die ich vorher schon hatte, durch das Burnout aber verschüttet waren. Dafür bin ich der Frau Civotti natürlich enorm dankbar. Die Zustände, die sie mir in mir erweckt hat, die waren sehr erfreulich. Teilweise waren das Schwebezustände, teilweise waren das rein körperlich erfahrbare. In den Füßen hat es gekribbelt und dann ging das Kribbeln langsam in den Kopf hoch, je nachdem bei Klängen, die sie bei der Behandlung gespielt hat, waren das so wellenartige Bewegungen, die sich in meinem Körper ergeben haben. Ich kehre zu den Leuten, die eigentlich nicht verirren, was Angst haben, das sie nicht kennen, sondern die interessiert sind daran, was geschieht jetzt mit mir. Und ich wollte vor allem wieder gesund werden. Und Kinesiologie, da bin ich jetzt überzeugt, wird mich noch richtig gesund machen. Zu drei Viertel meine ich, bin ich jetzt das schon. Ja, ich möchte zu diesen Ausführungen ein paar Schlussworte anbringen. Für mich interessant war bei der Paracelsus-Klinik, dass ich nur mit homöopathischen Mitteln behandelt wurde und dass die auch gewirkt haben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich nicht die klassische Chemie schlucken musste. Für mich war es auch ein Erlebnis, wie ich da auf ganz andere Art und Weise behandelt wurde von Ärztinnen und Ärzten, die eine klassische Ausbildung haben, aber eben auf zwei Gleisen denken. Sie denken fürs Erste, was macht die klassische Medizin? Und sie denken fürs Zweite, was macht die homöopathische Medizin? Und sie handeln so, wie es wirklich im Sinn der Homöopathie ist, zugunsten des ganzen Menschen. Sie erfassen ihn nicht nur als kranke Leber oder als kranke Bauchspeicheldrüse, sondern als Mensch, der jetzt eine kranke Leber hat und so weiter und der als Ganzes behandelt werden musste. Mir hat man auch gesagt, gehen Sie zuerst zum Zahnarzt. Der ist der entscheidende Faktor und alles andere kommt dann danach. Und ich war beim Zahnarzt in der Paracelsus-Klinik. All denen, die jetzt immer noch Angst haben vor Homöopathie oder weiß ich was, möchte ich sagen, haben Sie diese Angst nicht.
Versuchen Sie es, wird Ihnen gut tun. Ja, danke. Auf Wiedersehen.